Hey Rockstars, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Speakers are Leaders. Und heute habe ich jemanden bei mir in dem Podcast und YouTube-Kanal. Ich weiß gar nicht, ob ich den vorstellen brauche. Also wenn du aus der Erwachsenenbildungsszene kommst und eine gewisse Affinität zu Social Media hast, ich glaube, du kommst gar nicht mehr an dem vorbei. Ja? Er ist für mich, ich habe vorhin ganz am Anfang schon gesagt, so ein bisschen so der Social Media Papst. Ja? Auch wenn er gesagt hat, na, das ist nur eine kleine Welt in meiner Welt. Ja? Aber dennoch ist er für mich der Social Media Papst. Und es war einer, das ist derjenige, der, ich glaube, du warst der Erste, den ich überhaupt so in der Richtung irgendwie erleben durfte, der das Thema Zitate erfunden hat, in einem Facebook-Post, später dann auch noch mit Bild kombiniert hat, mit ganz, ganz, ganz wertvollen und tollen Impulsen, gerade wenn es in Richtung Mut machen geht, Hoffnung machen geht, Glauben geht, Mut, ja, also sensationell. Was der Kerl aber in den letzten Jahren geschaffen hat, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt reicht, ob die Zeit reicht, das Ganze zu machen, weil nur die Namen, die ich jetzt gerade erwähne, ja, also für diejenigen unter euch, die in dieser Welt leben, gerade in Social Media suchen Menschen wie oder Unternehmen wie Gedankentanken seine Beratung, Jürgen Höller, Bodo Schäfer und viele mehr. Was ihm schafft, und das ist das, als er mir das gerade erzählt hat, habe ich gedacht, also habe ich sogar kurz gesagt, fuck you. Weil ihm gelingt es allein nur durch Facebook 5 bis 10 Millionen Menschen zu erreichen. Das muss man sich mal reinziehen. Das ist ja eine New York Großstadt, ja. Also das muss jetzt ja. Sind ja mehrere Magazine in einem. Also, und das, was er damit macht, und das ist das, was ich, und deswegen auch der Grund, warum es mich freut, dass du die wenige Zeit, die du, weil ich weiß, du bist ja mega gebucht unterwegs und so weiter und so fort, dennoch wertschätzend mitbringst für uns. Und ich bin mal gespannt auf alle Impulse und Nuggets, die du da lassen wirst. Macht er Folgendes. Er bringt Menschen nicht nur in den, oder gibt den Menschen nicht nur den Rahmen, dass sie ihre Berufung finden, sondern auch, dass sie die Berufung ausleben können, mit dem zu einer Marke werden und vor allem dadurch, und das ist, glaube ich, eins, was ganz, ganz wertvoll ist, du kannst eine Leidenschaft nur dann nach außen leben, wenn hinten auch was reinkommt. Ja, also damit auch Cash machst, damit du auch was verdienst, damit du auch ein richtig ordentliches Businessmodell auf die Beine stellst. Und mit dem Ziel, und wenn ich es richtig verstanden habe, nicht nur Menschen zu erreichen, sondern Menschen auch den Rahmen zu ermöglichen, dass sie in deinen Worten Automatisierungen schaffen, sprich, ein wenig mehr Freiheit leben können und die Zeit wirklich für Sachen nutzen können, die ihnen persönlich wichtig sind. Deswegen freue ich mich mega. 2 persönliche Sätze. Ich habe ganz am Anfang, als ich ihn gesehen habe, gerade auf der Bühne, wir haben uns vor kurzem auf der Bühne auch gemeinsam geteilt als Redner, dachte ich mir, okay, cool, der Typ performt richtig geil, er liefert geil ab. Bin mal gespannt, wie er ist, wenn er von der Bühne kommt. Weil ich weiß nicht, wie du die Szene so erleben darfst und erlebst, dass das doch mal ganz offen und transparent dann doch so die eine andere falsche Nummer gibt. Ja. Und was mich persönlich bei dir echt emotional erreicht hat, war, dass du sowohl wie auf der Bühne auch im wahren Leben, ja, also du bist sehr nahbar, du bist sehr greifbar, du nimmst dir auch die Zeit. Und das fand ich so spannend. Die Jungs und Mädels, da sind irgendwie alle zu dir gerannt mit Foto und hier und wollten einen Ton und überhaupt. Und kein bisschen so, ich stelle mich über, ja, überhaupt gar nicht. Und das hat dich mega, mega sympathisch gemacht und unter anderem auch ein Grund, wo ich mich gefreut habe, als ich dich gefragt habe, hast du Bock, mit dabei zu sein? Du sagst, kam sofort rausgeschossen. Definitiv. Und daher, herzlich willkommen und Dankeschön, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Elmar Rassi. Wow, Lorenzo, vielen herzlichen Dank übrigens. Ich wusste gar nicht, wo deine Anmoderation anfängt und wo sie aufhört. Ist es bei dir immer so lange wirklich genial? Ja. Weil das merkt man, dass es nichts Vorgelesenes und das habe ich mir von Anfang an schon gesagt, sondern lass uns einfach mal das Echte raushängen lassen. Und du hast wirklich jetzt gerade aus dem Herzen gesprochen. Danke dafür. Das ehrt mich sehr, denn wie gesagt, egal wo man steht, ich glaube tatsächlich, die Leute, die glauben, dass sie besser sind als irgendwas oder es geschafft haben, gerade die sind, die sich schon zurückentwickeln. Deshalb ist das so mein Motto. Und ich freue mich sehr übrigens, gigantisch, jetzt bei dem Rockstar zu Gast zu sein, ja. Du bist ja ein Rockstar in der Szene, das finde ich so geil. So mal was anderes und mal was. Ich liebe ja Klartext und da matchen wir ganz doll. Lass uns bitte die heutige Sendung Klartext zu Klartext machen. Hast du Bock? Definitiv. Und das ist auch im Endeffekt das, für was Speakers are Leaders steht, ne? Also es geht ja nicht nur um
einfach nur einen Beruf auszuleben, sondern ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir gerade Menschen erreichen wollen, auch eine ganz, ganz große Verantwortung tragen in dem, was wir tun. Ja, und klar. Natürlich stellt sich bei mir die Frage, und die stelle ich mir immer wieder, wenn ich Menschen wie dich bei mir im Podcast habe oder auf dem YouTube-Kanal habe, ist, ich kann mir ja nicht vorstellen, dass du irgendwann morgens aufgewacht bist und gesagt hast so, ich mache da mal so ein bisschen das und ein bisschen das und will Menschen erreichen. Ja? Also wie kann ich mir das vorstellen? Wie kann ich mir so einen Elmar vorstellen damals? Wie kam das dazu? Also wie kam es dazu, dass du das tust, was du heute tust? Und warum tust du das? Okay, wirklich. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich jetzt der Kern auch der Thematik. Da muss ich so ein bisschen ausholen, denn du hast es ja gehört, aber die Community sicherlich oder die Zuhörer, Zuschauer jetzt gerade nicht so sehr. Ich kam ja erst mit 13 bis 14, also Ende 13, Anfang 14 nach Deutschland als Flüchtling mit meiner Familie, Mama, Papa, Schwester und ich. Mhm. Und das war schon, da gab es noch nicht so viel Freiraum. Weißt du, ich war froh gerade, wir haben ja Dinge gesehen, erlebt, dass wenn du jeden Abend deine Mutter weinen siehst und hast, diese Todesangst, dieses Gefühl, das kann ich keinem beschreiben, will ich auch gar nicht, aber glaub mir, alles, was danach kommt, ist wie so ein Blob, wenn du das nicht mehr hast. Und wo ich dann hier war, war es erstmal alles natürlich schrecklich, neu, nur mit der zerrissenen Hose, wirklich ohne Sprache, ohne Kenntnisse, ohne gar nichts, wenn du so siehst. Ich kam ja direkt so in die Ende der 7. Klasse der Realschule, Anfang der 8. Glaub mir, Lorenzo, da denkst du alles andere als an deine Berufung in der Zeit. Da denkst du ans Überleben. Und zwar, auf der einen Seite hast du jetzt schon ein neues Leben bekommen, auf der anderen fängt im Grunde etwas Neues an, weil ein Teenager mit 14 Jahren ohne Sprache ist wie Freiwild, in der ganzen Schule sogar. Und das war wirklich etwas, was mir zusehen noch, nach den ersten Erlebnissen, da haben wir meine Eltern noch geschützt, plötzlich war ich alleine auf mich allein gestellt. Das heißt, das war für mich dann ja, fast schon mindestens genauso intensiv wie alles wie davor. Aber genau da habe ich mein Warum gefunden, Lorenzo. Denn es war damals schon in mir drin. Ich habe mich entschlossen, wo ich nach Deutschland kam, dass ich glücklich sein möchte. Denn all die Probleme, schau dich doch mal hier um. Wir sind doch wie eine Made im Speck. Egal, wer wo was hat. Das ist doch nicht vergleichbar mit jedem, der sonst wo momentan ums Überleben kämpft und nicht mal weiß, ob eine Bombe aufs Haus fällt oder nicht, wenn man einschläft. Überleg dir das mal, nur zum Verständnis. Das vergessen die Leute jeden Tag. Und ich habe mich umgeschaut, ich habe mich erstmal gewundert. Sag mal, warum genießen die Menschen diese Fülle nicht, in der wir doch leben? Und dann habe ich angefangen, erstmal im privaten Kreis Menschen zu inspirieren, zu motivieren. Ich habe mich immer, das ist ja das, was ich immer sage, die Menschen laufen mit den Mundwinkeln nach unten durch die Gegend, dass man sie fast schon drehen muss, damit sie lächeln. Ne? So kam es mir davor. Und dann habe ich sie motiviert, inspiriert, aber ich konnte das noch nicht sofort zu meiner Berufung machen, weil da ging es darum, wie schaffst du Realschule ohne Deutsch? Und ich sage dir eins, in Deutschtest, Diktate, immer eine 6. Wie willst du das denn schaffen, bitte schön? Du hast keine Chance. Ne? Und das, darum geht es. Und da kommt jetzt das eine zum anderen. Ich habe eins für mich mitgenommen. Und das ist so diese, ich glaube, ich nenne das bei mir auch das Programm, eines der, heißt Lebenskunst. Das ist für mich Lebenskunst. Mhm. Wirklich doppelt so stark aufzustehen, wie du hingefallen bist. Und ich habe mir Deutsch mit Wörterbuch beigebracht und mit Zeichentrickfilmen damals. Muss ich mal vorstellen. Das war meine Intention. Zum Speaker des Jahres 2019 gekürt worden von Red Fox Award. Das ist schon etwas, was so eine Art Bestätigung und Dankbarkeit in mir, jeden Tag denke ich drüber, solche Dinge nach, da schließt sich so der Kreis. Aber dann habe ich, um das jetzt mal abzurunden, dann habe ich circa 18 Jahre als Angestellter gearbeitet, Karriere gemacht, immer größer, auch Niederlagen wieder, bis diese Stimme wurde in mir immer lauter, dieses Warum in mir wollte raus, dieses Warum etwas zurückzugeben. Anderen Menschen auch mal diese Perspektive zu zeigen, aber nicht nur das, sondern glasklare Strategien, so eine Art Malen nach Zahlen, wie sie es auch schaffen können. Und weil bis jetzt, ich habe für mich Lebensgesetze entdeckt und diese so in Systeme perfektioniert, privat wie Businessmodelle, dass ich bis jetzt damit alles geschafft habe, selbst aufs Kreuzfahrtschiff zu können, obwohl mir jeder gesagt hat, das schaffst du nicht, das ist schwer. 2 Wochen später war ich auf der Transatlantik-Tour und darum geht es. Wenn man die richtigen Dinge tut,
bekommt man auch die richtigen Ergebnisse. Und vorher habe ich das eher für mich so eingesetzt, entwickelt und plötzlich kam irgendwann, wo ich das bei Social Media angefangen habe umzusetzen, Leute wie Jürgen Höller zu mir und viele andere, wo ich dann gesagt habe, weißt du was, jetzt will ich springen. Jetzt springe ich wirklich in die Selbstständigkeit, voll 100% in meine Berufung. Und dieser Sprung erst, Lorenzo, und darum geht das, das trauen sich die meisten nicht. Ich habe einen Job, ich habe so eine Sicherheit hinter mir gelassen. Meine Eltern haben mich festgehalten, ich habe es trotzdem gemacht. Weil erst danach deine ganzen Talente, Fähigkeiten explodieren. Und du siehst meine Energie, nur indem ich dir das erzähle, das ist immer so. Du weißt, das ist kein Fake, nichts Programmiertes, sondern ist wirklich etwas, was ich bin. Ne? Und das wird erst dann frei, wenn du das tust, was du liebst. So, kurze Antwort. Und mega. Und während du sprichst, kommen schon tausende von Fragen hoch. Weil jetzt stell mal vor, ich bin jetzt jemand, der jetzt noch gar nicht seine Passion gefunden hat, noch gar nicht seine Leidenschaft, der schon irgendwie ein Gefühl hat, aber diese Berufung, von der du so sprichst, noch gar nicht greifen kann. Ja, jetzt hast du für dich gesagt, in der Entwicklung, in der Zeit kam das hoch und dann kam das raus und bam, und dann kam eben Elmar, ja, und hat hier die Welt revolutionalisiert. Aber wie finde ich denn, ich bin Angestellter, habe vielleicht einen Job, den ich nur habe, weil ich meine Rechnung bezahlen möchte am Monatsende, ja. Wie finde ich denn so eine Berufung? Wie kann ich da vorgehen? Es gibt einmal, weil, weißt du, was das Schlimme ist? Genau das ist der Punkt. Es gibt da keinen Knopf. Du kannst nicht erwarten, dass du jetzt plötzlich, ach, drück mal darauf und es kommt raus. Yeah. Es ist ja keine Milchdrüse, ne? Sondern es geht um Folgendes. Dass du erstmal, das ist das Einfachste, zwei Fragen dir stellst. Was würde ich mein Leben lang tun wollen, ohne einen Cent Geld damit zu verdienen? Das ist schon sehr mächtig. Einige brauchen Wochen oder Monate sogar. Und die zweite Frage, was würde ich sofort starten, anfangen, wenn ich wüsste, es wird 100% erfolgreich? Wenn wir diese Dinge dann verknüpfen, vereinen diese Antworten darauf, dann haben wir zumindest schon mal so eine grobe Richtung. Aber was ich gemacht habe, ist tatsächlich daraus eine Systematik zu entwickeln, wie Menschen tatsächlich mit System, indem man die Werte analysiert, Talente, Fähigkeiten, Interessen, das sind alles Dinge, die du dagegen setzen musst, aber auch deine Lebensgeschichte und deine Vorbilder. Denn viele Menschen wollen einen Traum der anderen leben. Das sind alles entscheidende Faktoren. Am Ende dieser klaren Systematik, und die ist wirklich Wahnsinn, die hat mir meine Berufung gezeigt, wenn du so siehst, und genau das mache ich auch mit den Menschen, kommt eine letzte Frage bei diesem ganzen Programm. Mein persönliches Warum ist Punkt, 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 Punkt. Und die Menschen können es beantworten. Das ist halt das, was ich meine. Wenn du es richtig machen willst, versuch nicht, wie ich damals, 20 Jahre Jugendforsch zu machen, sondern such dir Leute, die dir klar zeigen können, es ist ein Handwerk. Alles, was wir tun, ist ein Handwerk. Viele Menschen glauben, wenn sie Social Media bei mir sehen, was ich poste, ach, dann mache ich es mal nach und dann werde ich genauso erfolgreich und dann, ach, bei mir klappt es nicht. Meine Kunden sind da nicht. Der Punkt ist nur folgender. Das ist ja vergleichbar, als würdest du eine Serie gucken, wie ein Arzt operiert und dann sagen, ach, jetzt kann ich auch operieren. Ich habe es doch gesehen. Da kann ich doch nachmachen. Das ist ein Handwerk. Warum glauben die Menschen, dass sie das andere beherrschen? Und beim anderen Thema trauen sie sich nicht, weil das muss man ja ausbilden, lernen. Da, genau so muss man das sehen. Ne? Alles, was leicht erscheint, jeder Comedian, jeder Entertainer auf der Bühne, der spricht so, das kommt jeder auch Sänger. Das kommt so, als hätten wir es gerade rausgeholt. Dabei ist das Jahre, jahrzehntelange Übung. Nur die Kunst ist es, es leicht wirken zu lassen. Ich glaube, das muss ich dir als Künstler nicht erzählen. Ne? Ja, ich habe gesagt, deswegen habe ich gerade so im Stillen bei mir gerade gesagt, yes, sir, ja, weil ich glaube, genau das ist der Punkt. Ne? Also ja. Ich meine, du machst es ja auch nicht seit gestern. Du hast ja auch jahrelang, du hattest ja im Vorgespräch schon gesagt, du hast am Anfang alles alleine gemacht und das zeigt dir dann auch eben diesen Weg, den du gegangen bist, ja, dass du eben über Millionen hinweg Menschen erreichst, auf verschiedenen Kanälen, wo du unterwegs bist, ja. Jetzt haben wir ja den Fall und ich kann es nachvollziehen, jetzt beantwortet man sich natürlich diese Frage und weil angenommen, ich gehe mit dem Elmar in die Arbeit und Elmar nimmt mich mit auf diesen Weg, in diese Strategie, wie ich genau meine Talente, meine Fähigkeiten herausfinde und wie ich das Ganze eben zu einem Business mache. Jetzt hast du
Wir haben gerade im Gespräch gesagt, es hat ja gedauert. Ne? Es hat ja gedauert, bis du für dich dann auch die Entscheidung getroffen hast und gesagt hast, ich springe. Also ich gehe raus aus diesem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit, baue mir ein Team auf und so weiter und so fort. Und ich erlebe immer wieder in der Arbeit mit meinen Jungs und Mädels oder im Umfeld, dass es dann immer wieder welche gibt, die diese Berufung erkannt haben. Aber dennoch dieser Funken fehlt zu sagen, wie du das jetzt gemacht hast, wie ich das gemacht habe, zu sagen, ich springe jetzt, ich gehe da rein. Aber da also was brauchen Menschen, um eine Elmar Rassi-Entscheidung zu treffen? Naja, das weiß ich nicht genau, weil das ist ja eine Elmar Rassi-Entscheidung gewesen. Diese wird kein anderer, glaube ich, so treffen können, wie ich sie für mich getan habe. Aber ich glaube, ich kann, weil das ist ja meine Stärke, ich kann diese Dinge, das ist, glaube ich, auch meine Lebensmission. Ich glaube nämlich daran, dass jeder mit einer Lebensmission, mit einem Sinn auf die Welt kommt. Nur am Ende überholt der Fleißige immer den Talentierten. Und deswegen müssen wir schon schauen, dass wir das suchen, nicht aufgeben. Diese Stimme in uns, die ist ja da. Was ich mache, ich hole ja die Stimme raus. Ich erfinde sie ja nicht für die Menschen. Das ist schon drin. Wir holen sie raus. Und der Punkt ist folgender. Ein klarer Tipp, und das ist, glaube ich, ganz schnell beantwortet, die meisten warten, bis sie 100% haben, um zu springen. Sicherheit, Klarheit, falsch. Maximal 50, dann sollte man schon springen. Weil das reicht völlig aus als Sicherheitsnetz. 50%. Was könnte passieren, wenn reichen mir diese Aufträge, die ich jetzt ansehe oder sogar schon habe, für die nächsten Monate, 50% Klarheit reicht. Dann sollte man springen. Und das ist schon maximal. Umso länger man wartet danach, umso ranziger wird das Thema und später ist es so ähnlich wie ein Schaukelstuhl. Du bist die ganze Zeit beschäftigt, kommst aber kein Stück voran. Aber das ist spannend, ne? Also weil das ich gehe jetzt gerade so in meine Welt mal zurück, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin. Und ich muss echt gestehen, bei mir waren das definitiv mehr wie 50%. Also ich hab immer mal wieder so diesen Anlauf versucht, ne? Und dann kam immer wieder der Moment, ja, auch wie du vorhin so schön erwähnt hast im Vorgespräch, wenn dann das Umfeld kommt und die Eltern kommen und die Geschwister kommen und sagen so, nee, bleib mal hier und du hast Familie und überhaupt und ne, dass man sich da schon doch sehr, gerade jetzt bei uns, ne, also Südländer, Familie ist ja dann auch wieder nicht das Thema, sich immer wieder belabern lässt, obwohl die Menschen es ja nur gut meinen, ne? Genau, und das ist ja das habe ich ja auch übrigens auf der Bühne erzählt, wenn du dich erinnerst, wo ich zu meinen Eltern erstmal kam und sagte, Mama, Papa, ich werde kündigen. Die so, was willst du? Und mein Vater, der hat ja noch so einen tollen Dialekt, die haben ja nicht so den Absprung geschafft. Also dieses freie Reden in der Hinsicht. Und das hört man bei ihm so. Sagt mir, was willst du? Kündigen? Ja, was willst du machen? Und ich habe gesagt, du Papa, ich werde Redner. Ich werde Coach-Redner. Und so, was willst du reden? Das ist kein Beruf, sagt er. Vergiss es. Ich so, Moment. Aber ich habe dann versucht, ich habe denen erklärt, ich glaube es. Das ist mein Weg. Und egal, was passiert, ich kann immer zurück, habe ich gesagt. Das, was ich jetzt mache, werde ich immer machen können. Da wird mich jeder wieder zurücknehmen. Auch jetzt. So mein Geschäftsführer hat gesagt, Elmar, deine Tür ist immer offen. Ne? Also das ist halt etwas, was ich meine. Das gibt ja noch so ein bisschen, das meine ich ja, 50%. Und dann, die ersten 2-3 Jahre, immer wenn wir telefoniert haben, hat er mich immer gefragt, Junge, und? Kannst du davon leben? Kannst du davon leben? Und jetzt, Lorenzo, wenn wir telefonieren, Junge, kannst du mir was leihen? Weißt du? Das heißt, so ändern sich die Zeiten auch bei Lieben. Ne? Alles geil. Das ist schon sehr, mega, mega. Also auch nochmal hier Dankeschön, weil ich glaube, dass allein die Fragen, die du stellst, ja, sind sehr, sehr wertvoll, um Menschen einfach mal aus einem anderen Blickwinkel draufschauen zu lassen. Ja? Und das ist ja schon sehr, sehr mächtig. Da musst du ja gar nicht großartig viel tun. Einfach die richtigen Fragen stellen. Ne? Und dennoch hast du ja gesagt, es gibt eine Strategie. Mhm. Ja? Kannst du uns da mal mitnehmen? Also jetzt bin ich mit dir in der Arbeit, du stellst mir entsprechend die Fragen, ich sage, hey, was würde ich tun, wenn ich dafür keine Kohle kriege? Ich glaube, das sieht man, ja, die Kombination aus Reden und Musik und das zu Band bringen. Jetzt bin ich in meinen ersten Schritten, merke gerade, das ist vielleicht auch eine Frage, die sich gerade Jungs und Mädels, die hier zuschauen, auch immer wieder stellen, weil du hast natürlich eben, die hier gucken, sind Menschen aus der Erwachsenenbildung oder die in die Erwachsenenbildung einsteigen wollen, ob es jetzt Coach, Berater, Trainer, Speaker sind, unwichtig.
Aber die sind natürlich hier drin. Wir haben jetzt gerade diese Phase, in der ich auch eine Zeit lang gewesen bin, wo es eben darum geht, wie kriege ich das Ganze jetzt ins Wachstum? Ja? Mhm. Und ich meine, du bist ja ein Vorbild in dieser Sache. Ja? Man sieht dich, wie du, was du da machst. Man stellt sich die Frage, Alter, wo holt denn der Typ die Energie her? Und wie geht das? Ich mich ja? Auch, ja. Wie geht das? Was sind so, nachdem ich jetzt meine Berufung entdeckt habe, was sind so Schritte, Verstanden. Danke für diese Frage. Ganz wichtig übrigens. Es ist ja so, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, dann geht es vor allem darum, dass wir Nummer eins die klare Berufung finden, basiert auf deren Werten. Wenn Leute zu mir kommen und sagen, Elmar, mach mich reich, mit denen kann ich gar nicht arbeiten, weil ich bin nicht abhängig davon. Das ist das Tolle an der Sache, wenn du diesen Modus bilden kannst, dass du Menschen kaufen lässt oder mitmachen lässt und nicht. Das Schlimmste für mich ist dieser Begriff Hunter und Farmer. Hallo? Wenn man Kunden jagt, kein Wunder, dass sie sich verstecken. Weißt du? Wie kann man denn Hunting mal betreiben? Sondern das Edelste, was du machen kannst, ist so strahlend, so passend zu sein, dass du genau die Lösung hast, dass du die Menschen anziehst, wo du genau das Problem löst. Und zwar so gut wie kein anderer. Das ist die Kunst von einer Marke, die wir erschaffen. Und egal welches Thema, hast du eine Möglichkeit aus diesem Warum. Vor allem geht es ja darum, wie du Menschen hilfst. Das ist so meine Spezialität. Nicht irgendwie Amazon Dropshipping aufzubauen oder sowas. Und da geht es halt darum, wie man dann später aus diesem Warum, aus seiner Berufung eine Botschaft erschafft, daraus eine Markenbotschaft kreiert, diese dann mit der Welt teilt und dann die richtigen anzieht und Programme platziert, wo wir direkt, und das ist jetzt nur kurz, mehr möchte ich jetzt hier, das würde zu weit gehen, nicht sagen, die meisten sagen, geh mit der Produktpyramide Stück für Stück. Erst E-Book kostenfrei, dann baust du Newsletter-Verteiler auf. Ganz ehrlich, Lorenza, da scheitern schon über 90. Sofort. Wer schafft es nach so einem Seminar, ein perfektes Newsletter-Marketing? Sei mal bitte ehrlich, selbst die ganz Großen schaffen es immer noch nicht. Das heißt, das ist schon eine Riesen... Da scheitern schon die meisten. Danach ein kleines Produkt, dann ein teures und irgendwann kannst du dann... Was ist der alte Weg? Ich drehe den Markt auf den Kopf. Wir gehen direkt an die Spitze. Wir haben das Problem, perfektes Problem für die Kundenavatare, für die perfekte Zielgruppe also. Und werden dieses, also wenn wir diese Problematik so genau wie möglich, den Schmerz verstehen, dann eine maßgeschneiderte, perfekte Lösung bieten, die kein anderer bieten kann, dann reichen dir 10 Leute im Monat, die 10.000 bezahlen, als 100.000, die 1 Euro bezahlen. Und wenn man das verstanden hat, da stelle ich so ein bisschen den Markt auf den Kopf, das beherrschen die Großen noch nicht mal, glaub es mir, Lorenzo. Ich bin da ja immer so ein bisschen paar Schritte voraus. Und das ist halt etwas, wenn wir das verstanden haben, dass es nur um eins geht. Wie schaffst du, Ergebnisse zu bringen? Die Leute bezahlen dich nicht für Stunden. Viele Coaches, 100.000, die berechnen stundenweise. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Es geht um Ergebnisse. Und wenn du es schaffst, Ergebnisse zu liefern, dann bist du auf der richtigen Spur. Und es spricht sich rum und die Menschen sehen diese Resultate. Ja. Und das ist, glaube ich, eine... So hat der Markt schon immer funktioniert. Ne? Also wenn man sich den Handelsweg des Mittelmeers anschaut, war es ja schon immer so gewesen. Ja, ja, das stimmt. Aber mega, Elmar. Seidenstraße. Selbst damals die Seidenstraße, die jetzt neu entwickelt wird. Ne? Ja, ja. Und, ja. Und das, also auch hier nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön, weil, also ich finde es immer sehr geil, wenn den Menschen, und dann bin ich natürlich wieder Tacheles, ja, eben nicht nur 3 Bücher lesen und dann irgendwie der zweite Anthony Robbins sind, sondern eben das, was sie predigen, auch wirklich vorleben, ja, und da bist du ja diszipliniert dazu, ja, dass wenn die Menschen hier gerade die zuschauen und sagen, hey, vielleicht habe ich noch gar nicht meine Berufung entdeckt, vielleicht habe ich wirklich nur ein Gefühl dafür, dann würde ich sagen, Leute, schaut euch den Kerl an. Wenn ihr noch irgendwas braucht, ja, wo ihr sagt, ah, ich will da nochmal reinfühlen und mal schauen, dann sehr, sehr gerne besucht seine Facebook-Kanäle, besucht sein Instagram. Allein den Content, den der Typ da bringt, das ist einfach, es geht ins Herz, ne? Geht ins Herz. Es geht ins Herz. Ja, genau das will ich ja. Nicht nur die Leute im Hirn erreichen, sondern vor allem im Herzen, ja.
Und das ist auch gleichzeitig die Steilvorlage, die ich gerne nehmen möchte. Also im Endeffekt zwei Sachen. Die eine Frage ist natürlich, wo geht das noch hin mit dem Rasier? Also was sind da so die nächsten Pläne, die nächsten Schritte, die auf dem Weg stehen? Und natürlich die zweite Frage, die ich hinterher schmeiße, ist, wenn die Jungs und Mädels, die gerade hier zuschauen und sagen, hey, ich würde gerne mal direkt in Kontakt treten wollen oder wie kann man auf dich zukommen? Ja, es gibt verschiedene Dinge. Also da müssen wir anfangen, direkt mit mir in Kontakt ist halt schwierig, weil wir werden wirklich auch mit diesen Bewerbungen, wo Leute bei uns wirklich auf der Warteliste sind, um aufgenommen zu werden. Das ist halt eine Situation, die wahrscheinlich einige als Luxusproblem bezeichnen würden. Ich sehe das schon für mich manchmal als Problem, weil ich einfach nicht allen direkt helfen kann. Aber da gibt es verschiedene Wege. Mein Vorschlag wäre Nummer eins, mir erstmal auf Instagram, Facebook, wie du schon gesagt hast, aber neulich auch bei TikTok und YouTube, kommt vorbei. Aber dann, wenn es konkreter wird, wir haben verschiedene Anlaufmöglichkeiten. Die es wirklich wollen, die finden einen Weg, mit uns klar Kontakt aufzunehmen, diese Fragestellung klar zu formulieren. Und dann werden wir schauen, was da alles möglich ist. Es gibt diese exklusiven Begleitungen und so weiter nicht als Preisliste, weil das ist wirklich was Besonderes. Und da bin ich selbst verantwortlich, dass die Ergebnisse kommen. Das heißt, das ist so etwas, wo Leute von mir so auserkoren werden. Das soll jetzt nicht oberflächlich klingen. Du kennst mich, das ist nicht meine Art, sondern ich kann nicht allen helfen. Und deswegen ist es wichtig, dass ich jetzt im Grunde denen ich wirklich helfen kann, die bereit sind, dass ich denen eine Chance gebe. Und aber alle, die Kontakt aufnehmen, werden so oder so zumindest viele weitere Tipps bekommen, um ein paar Schritte weiter zu sein. Das garantiere ich, egal bei welchem Touchpoint, also wie sie mit uns Kontakt aufnehmen. Ihr werdet begeistert sein. Probiert es einfach aus. Nein, das spricht ja auch für dich, ne? Also ich sage dir ganz ehrlich, das spricht ja in der Form für dich, weil du dir da bewusst auch die Jungs und Mädels rausziehst und die natürlich dann auch ein individuelles Ergebnis bekommen. Und genau. Du kannst einfach nicht Hunderte, 200, 300 in einen Topf schmeißen und dann sagen, oh, du kriegst ein individuelles Ergebnis. Ist nicht, ja. Und deswegen, genau. Ich glaube, da bin ich auch bei dir, dass du sagst, das darf dann auch auf der einen Seite natürlich gewertschätzt werden, ja, in welcher Form des Energieausgleichs auch ist, ja. Aber das spricht ja wiederum für dich. Und ich glaube, das fühlt sich gut an, ja, dass endlich mal wieder ein paar Jungs und Mädels auf den Markt kommen, die einfach sagen, wir drehen mal das ganze Ding mal um, ja, und machen nicht, jetzt kriegst du hier mal ein Häppchen, kriegst da mal ein Häppchen, kriegst da mal ein Häppchen, kriegst da mal ein Häppchen. Diese Häppchen, die bringen keine Lösungen. Das ist der Unterschied. Ich habe keine Lust mehr, nur Nebelkerzen bei den Menschen anzuzünden, sondern wenn ich mich drauf einlasse, dann gibt es immer ein Ergebnis und zwar bis zum Ziel. Ne? So, und übrigens, ich arbeite so lange, bis die Ergebnisse haben. Das ist ja der Unterschied, was kein anderer in der Form. Die Leute bleiben so lange drin, bis sie es schaffen. Das muss mal erstmal einer nachmachen. Ne? Wow, sehr geil. Mega. Elmar, ich danke dir. Ich habe noch ein paar Fragen, ein paar kurze Fragen. Frage Nummer eins. Gab es in deiner Kindheit die eine oder andere Band, den einen oder anderen Musiker, der dich eventuell sogar geprägt hat und vielleicht sogar bis heute und warum? Jetzt bin ich mal gespannt. Nein, ich habe ja früher, muss ich dir wirklich zugeben, ich hatte ja damals in meiner Kindheit nicht so viele Möglichkeiten, Westenmusik zu hören. Wir waren hier in Baku in Aserbaidschan, wo ich geboren bin. Krieg war ja dort gegen Armenien, Russland, das war früher Russland. Aber wir haben da doch immer wieder Möglichkeiten gehabt, Kassetten und überspielen, und du weißt ja, wie das ist. Ja. Musik findet den Weg, selbst hinter den eisernen Vorhang damals. Und ich habe die 80er geliebt, wenn ich ehrlich bin. Das war wirklich etwas, da würde ich echt sagen, Michael Jackson war einer der Künstler, den ich bis heute noch, ich war ja stolz, dass ich ihn live erlebt habe, hier in Deutschland. Und nicht nur das, ich war damals als einer der Kinder, wo ich nach Deutschland kam, der bei Heal the World da auf der Bühne rumgelaufen ist. Also Ereignis ohne Ende, ne? Das muss ich dazu noch sagen. Das heißt, das ist, in Haming war der sogar, wo ich damals groß geworden bin, musst du dir mal vorstellen. 1992 oder so. Ach, wie geil. Ja. Wenn du Speakers are Leaders hörst, was verbindest du damit? Ja, ganz genau. Im Grunde das, was wir ja tun. Speaker haben eine Botschaft. Und wenn du eine Botschaft hast, bist du ein Leader, bist du ein Vorbild für Menschen. Das war's.
mehr muss ich nicht hinzufügen. Als letztes, und das, da möchte ich dir, also nochmal ein ganz großes Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, also diese ganzen wertvollen Nagel. Lorenzo, für dich immer gerne, mein Rockstar. Dankeschön. Aus dem Herzen, du hast das letzte Wort, Botschaft, Zitat, Appell, whatever, nur nicht gesprochen. Oh nee, oh. Gesungen. Übrigens, das war aber nicht geplant, das weißt du, ne? Aber ich liebe spontane Dinge, nur singen ist das Letzte, was ich kann, ne? Ja, aber deswegen machen wir es auch. Vielleicht bringen wir das mit Rappen hin oder so. Also, ich gebe dir 4 Akkorde vor. Stopp, wie soll das gehen jetzt? Wie soll das konkret gehen? Ich gebe dir 4 Akkorde vor und du weißt ja als Redner, es gibt manchmal Situationen auf der Bühne, da muss man improvisieren, ne? Da muss man halt, und das ist genau das Gleiche, das ist, Leben ist ja auch so in jedem Business und da bist du ja der Meister drin, eben zu schauen, es gibt halt Momente, da darfst du improvisieren und dazu lade ich dich ein, ich gebe dir 4 Akkorde vor und du schießt einfach raus, was dir gerade kommt. Das Gesicht ist geil. Okay, also los, komm. Sag mal, ob du was hörst. Hörst ja, du? Ja. Okay, los geht's. Also soll ich jetzt schon loslegen, oder was? Warte. Oder komponieren? Und jetzt. Also soll ich jetzt schon was machen, ne? Oder was? Ja, ja, ich okay, begleite okay, dich okay, und dann los. Okay, verstanden. 1, 2, 3, 4. Hey, yeah, yeah. Glaub an deinen Traum. Beweg dich, du bist ja kein Baum. So ungefähr, oder? Oder, Lorenzo? Ich weiß es nicht, das war jetzt nur spontan. Ah, wie geil war das denn? Beweg dich! Das, glaub, das ist eine geile Zeit, die nehme ich mal im nächsten Song mit rein. Na, siehst du, geil. Da, ey, Lorenzo, das war echt Premiere, das erste Mal in meinem Leben. Vielleicht sollten wir das, wir wollten ja sowieso, lass uns das mal für gewisse Events mal einplanen. Wenn wir zusammen mal so ein Ding dahinlegen, ich glaube, das ist legendär. Geil, toll. Ich danke dir. Und das ist genau wieder das Ding, weil da sieht man, dass Menschen halt wirklich echt sind, ja, dass sie den Spaß mal mitmachen, dass sie auch mal über sich selbst lachen können. Und ich glaube, das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen, dass du das, glaube ich, nicht verlierst, den Spaß an dem, was wir tun. Ja. Und das, dann kommen wir dazu mit der Berufung, glaube ich, das Geilste, was passieren kann. Ich danke dir, mein Lieber, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du die wertvollen Nuggets mit uns geteilt hast. Alles das zu Elmar werden wir alles schön in die Shownotes mit dir reinnehmen. Und wenn diese Folge dir gefallen hat, mit allen Input, die der geile Typ hier dagelassen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du den Kanal abonnierst, wenn du den Kanal kommentierst, ein Feedback bitte da lässt, damit wir das ganze Thema auch für dich weiter optimieren können. Vor allem aber, umso mehr Menschen diesen Kanal sehen und liken, umso mehr Menschen werden da draußen diesen Kanal auch erleben dürfen. Und eine Sache, und das mache ich echt gar nicht bis kaum, wenn du dir den Podcast gerade angehört hast, dann tu dir bitte selber einen Gefallen und schau dir die YouTube-Folge an, weil das eine ist, jemanden sprechen zu hören, aber das andere ist, die Energie zu spüren, die derjenige über dieses Bild vermittelt. Ich glaube, das sind verschiedene Welten und dazu lade ich dich gerne auch ein, wow, den Elmar Rasti einfach mal zu folgen und zu begleiten und zu schauen, was der Vielen kann. Dank, lieber Lorenzo, das war mir eine große Ehre, dabei zu sein, auch jetzt bei deinen Zuhörern, Zuschauern und vielleicht ein kleines Wort, falls ich darf, zu guter Letzt, ist das, was ich immer wieder feststelle. Menschen zögern, die belügen sich die ganze Zeit selbst. Und da möchte ich wirklich sagen, wacht auf, alles, was ihr jetzt habt, ist eine Ausrede. Viele sagen, ich kann doch nicht, weil, alles ist eigentlich, ich will nicht. Weil wenn man es wirklich wollen würde, findet man den Weg. Wir vertrösten uns, damit wir uns nicht wie Versager fühlen. Das ist der allererste Step, die brutale Wahrheit zu sich selbst. Es gibt keine Gründe, warum man etwas nicht tut. Meistens sind das nur Auswege, Vertröstungsmanöver, die man sucht, sondern wenn man etwas will, egal wie, dann schafft man das, auch wenn man 1000 Wege ausprobiert, die nicht klappen. Bei mir auch, nur ein Weg muss klappen am Ende. Das sehen dann die Leute, die sehen immer nur die Ernte, die Saat nicht. Setze die Saat und das ist die Entscheidung. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr aufhört zu träumen, sondern das wirklich realisiert und euren Traum lebt. Das nochmal zum Schluss, weil das ist meine Mission und das möchte ich mit der Welt teilen. Ja, in diesem Sinne, danke dir,
Freunde, macht euer Leben zu eurem Lieblingssong und ihr werdet jeden Tag tanzen und singen. In diesem Sinne, ciao, ciao. Renzi!